Im letzten Video habe ich Ihnen unter anderem gezeigt, wie Sie bei einem mehrseitigen Dokument in der Fußzeile einen Hinweis auf die Folgeseiten definieren. Das können Sie natürlich auch beim Programm Rider. Rein technisch betrachtet ist dies sogar noch etwas einfacher als in Word. In Word müssen Sie normalerweise eine komplizierte Formel erstellen, um dies hinzubekommen. Im Rider geht dies relativ einfach über das Festlegen von sogenannten Bedingungen. Gehen wir vom gleichen Beispiel aus wie in Word. Fügen Sie nun zunächst eine Kopfzeile ein. Das geht über Einfügen, Kopffußzeile, Kopfzeile, Standard. Öffnen Sie nun den Formatvorlagenbereich, beispielsweise mit der Taste F11. Wechseln Sie in das Register Seitenvorlagen und weisen der ersten Kopfzeile per Doppelklick die Vorlage erste Seite zu. Für die zweite Kopfzeile wird weiterhin die Seitenvorlage Standard verwendet. Das gilt auch für alle weiteren Seiten dieses Dokuments. Klicken Sie auf der zweiten Seite in die Kopfzeile. Mit der Befehlsfolge Einfügen Seitennummer fügen Sie die aktuelle Seitenzahl ein. Richten Sie diese mittig aus. Sie haben nun die Seiten 2 bis 5 mit Seitennummern ausgestattet. Ausgenommen die erste Seite, hier steht nichts. Jetzt aktivieren Sie die Fußzeile der ersten Seite. Das machen Sie so wie hier gezeigt. Sind Sie fertig, klicken Sie auf Einfügen, Feldbefehl, weitere Feldbefehle. Klicken Sie links bei Typ auf Seite und in der Mitte unter Auswählen auf Nächste Seite. Rechts bei Format lassen Sie den Eintrag auf wie Seitenvorlage. Klicken Sie auf Einfügen, um die Einstellungen umzusetzen. Schließen Sie dann den Dialog über die gleichnamige Schaltfläche. Richten Sie die Seitenzahl rechtsbündig aus. Und schauen Sie sich das Zwischenergebnis dann direkt im Dokument an. Offensichtlich wurde nur die erste Seite richtig formatiert. Bei allen anderen Seiten fehlt die Seitenformatierung. Das liegt daran, dass auf der ersten Seite die Seitenvorlage erste Seite verwendet wurde. Kopieren Sie deshalb die Seitenformatierung der ersten Fußzeile in die Zwischenablage und fügen den Inhalt auf der zweiten Seite in der Fußzeile ein. Schauen Sie sich dann wieder das Ergebnis im Dokument an. Hier fehlt noch etwas, und zwar der Hinweis Punkt, Punkt, Schrägstrich vor der Seitenzahl. Um dies nun auch noch hinzubekommen, löschen Sie die Seitenzahl in der zweiten Fußzeile und wechseln danach wieder in die Fußzeile auf der ersten Seite. Setzen Sie den Cursor vor die Seitennummer und öffnen im Anschluss wieder den Dialog Feldbefehle. Stellen Sie links Seite
und in der Mitte nächste Seite ein. Rechtsklicken Sie auf Text und geben unten im Eingabefeld bei Wert Punkt, Punkt, Schrägstrich ein. Klicken Sie dann auf Einfügen und auf Schließen. Kopieren Sie wieder die Seitenformatierung in die Fußzeile auf der zweiten Seite. Wenn Sie nun erneut Ihr Ergebnis begutachten, können Sie sehen, dass alles so umgesetzt wurde, wie wir uns das wünschten.